Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Euro Truck Simulator 2. Tag, ihr Nasenbären. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Ich bin unterwegs mit meinem fetten Schwertransport. Mit meinem 10x6 Monster Duff. Mal kurz raus hier. Da, guckt euch das Teil an hier. Mit Erdramme. Hoppala. Und ich suche gerade einen Schlafplatz, weil ich gleich einschlafe. Und das ist ein bisschen unangenehm. Weil, jetzt habe ich schon, glaube ich, dreimal Strafe gezahlt. Das ist ja nicht so schlimm. Aber wenn ich jetzt dann plötzlich einen totalen Blackout kriege und es wird schwarz und nicht nur dieser Tunnelblick, sondern ich überhaupt nichts mehr sehe, dann ist natürlich erhebliche Unfallgefahr. So, es kann aber nicht mehr so weit sein zu dieser Scheiß-Tanke. Und ich möchte auch bitte wieder auf die Autobahn, weil mit diesem sperrigen Teil zu fahren, ist echt die Hölle. Ah, ja, ist gut. Rutscht mir doch einen Buckel runter, ey. Kann man nicht irgendwie den Fahrtenschreiber fälschen hier? Das ist doch eine Simulation, das muss doch realistisch gehen hier. Und doch ein bisschen bescheißen können. Ja, sie werden müde, ist klar. Alter Falter, ey. Mann. So, wie weit ist denn überhaupt noch jetzt zur Tankstelle? Ist nicht mehr weit und die Reststrecke geht auch einigermaßen noch. Ja. Aber ich muss jetzt echt langsam schlafen, sonst gibt es ein Problem hier. Ja, zuletzt habe ich so ein bisschen, in der letzten Episode habe ich ein bisschen über meinen Channel gesprochen und was mir da so hilft, ein paar Cent zu verdienen durch eure tolle Unterstützung, wenn ihr ohne Adblocker surft, wenn ihr ab und zu mal über Amazon bestellt und zwar über meinen Link, der in der Videobeschreibung zu finden ist. Jetzt habe ich gerade wieder ein Lag. Ja, jetzt geht's weiter. Und ich nähere mich jetzt endlich der Tankstelle. Hurra. Hip, hip, hurra. Ich hoffe, ich finde dann auch ganz schnell einen Parkplatz. Oh, oh, oh. Jetzt schiebt er ganz schön von hinten, ey. Meine Fresse. Das ist ein 31-Tonnen-Auflieger, den ich beinahe nicht rausgebracht hätte dort, wo ich ihn geholt habe. Das war so ein Steinbruch und so mit Erde als Boden. Und dann bin ich den Berg nicht hochgekommen. So, jetzt. Tanken müssen wir nicht unbedingt. Wo kann ich denn jetzt hier parken? Direkt da vorne oder muss ich wieder ein Stück weiter? Das ist die große Frage. Wo das zählt, da muss ich jetzt erstmal schauen. Verstoß gegen die Ruhezeiten. Ja, toll. Also hier geht's nicht. Also versuchen wir uns da durchzuquetschen und versuchen es auf der anderen Seite. Ja, also der jetzt da gähnt, das ist der Computer. Die Computer-Clara. Die Clara Lecknerv. Okay, dann scheint das hier erstmal mein Parkplatz zu sein. Komm. Komm. Warum geht das nicht? Ich weiß nicht genau, wie ich mich da stellen muss. Kreuz und die Quer meistens, ne? Ich muss pennen! Wie soll ich das denn jetzt hier machen? Ah, da ist es doch. Na also. So, ich hoffe, das reicht dann noch vom Termindruck her. auf geht's. Wir fahren gleich wieder los. Warte mal. Stopp, anhalten. Ja, so sieht er aus. Ne? Nochmal einen schönen Blick drauf geworfen. Mein Monster. Und dem nehmen wir jetzt einfach die Vorfahrt. Komm, bleib stehen! Arschloch! Arschloch! Oberarschloch! Jetzt bin ich aber da, ne? Sehr gut. Danke, Penner. Ist doch wahr. Aber ein bisschen reinlassen. Da sind doch da. Die sehen doch, dass das schwer ist mit dem Schwertransport. Oh, 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 oh. Hui, 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 das war knapp. Ja. Ja, genau, genau. Was ich noch sagen wollte, was mir auch wichtig ist, was ich ab und zu mal erwähnen muss, ist, scheiße, jetzt geht's hier wieder bergauf. Das schaffe ich aber jetzt, ne? Ja, wenn euch meine Videos gefallen und ihr die liked, dann ist das ja schon toll. Das bringt mir viel. Das ist auch echt wichtig, die Likes. Aber denkt vielleicht auch mal dran, sagt bei euren Freunden Bescheid, ja? Empfehlt mal meinen Channel weiter, mündlich, telefonisch, keine Ahnung, durch Twitter, falls jemand dieses olle Twitter noch nutzt. Oder, ja, teilt's auf Facebook. Das hilft mir alles weiter. Und dann kann der Kanal auch weiter bestehen. Und dann kann ich ja auch weiter schön lustig Videos machen für euch. So, und jetzt haben wir noch 3 Stunden, 40 Minuten. Steht da auf dem
Navi? Ja, das fahren wir in der Folge zu Ende. Oder? Ja, ich glaube, das geht auf. Aber ja, warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Soll ich den überholen? Traue ich mich? Nee, ne? Warum muss denn der jetzt direkt hier vor mir rumfahren? Das ist doch scheiße. Ich kann so nicht arbeiten. Warum muss der gerade jetzt da lang kommen? Scheißendreck. Aber ist nicht so schlimm. Ich sehe schon, da geht's gleich wieder auf die Autobahn. Naja, also bis ich den überholt habe, da haben wir noch dreimal Gegenverkehr, oder? Nee, ich kann ihn nicht riskieren. Kann ich nicht riskieren, da bin ich viel zu verantwortungs... Oh, was bremst denn du, Aff? Scheiße! Treib mich alle in den Wahnsinn. Und vor allem dieser Auflieger, der schiebt so richtig von hinten, glaube ich. Habe ich echt den Eindruck, als ob der da wirklich ganz realistisch schiebt. Und jetzt muss ich erst wieder auf Touren kommen. Ja, wunderbar. Ja, das Drama, das große Drama kommt ja erst noch, ne? Wenn ich dann am Ziel bin und muss das Ding hier einpassen, den Auflieger so rückwärts einparken, das wird wahrscheinlich etwas schwieriger, glaube ich. So, und jetzt muss ich hier wieder aufpassen. Auch hier haben wir da vorne eine 90-Grad-Kurve. Der mit seinen scheiß Baumstämmen kommt ganz locker rum. Ich werde mal ganz weit nach rechts fahren, um halt hier ein bisschen auszuholen. Wie ein Profi! Hervorragend hat's geklappt. Ja, das ist ja leichter, als ich dachte. Also, ich hatte Schwierigkeiten am Anfang. Im Steinbruch und dann beim Rausfahren. Als dann mir so ein Truck, ein anderer LKW-Fahrer da in die Quere kam. Aber seitdem läuft's gut. Okay, es ist jetzt noch die Frage... bei welcher Firma ich abladen muss, abliefern muss. Da gibt es ja ganz enge Hofeinfahrten und so. Da kann es eventuell auch noch knifflig werden. Wenn ich Glück habe, dann ja, dann habe ich viel Platz. Das will ich auch hoffen, ehrlich gesagt. Wir fahren weiter geradeaus. Super. Alles bestens. Es läuft. So, ein kurzer Blick. Das schaffen wir, glaube ich, nicht mehr in dieser Folge. Da machen wir jetzt uns da mal keinen Stress. Nee, nee, nee. Wir machen noch eine Episode Schwertransport und das ist dann morgen. Oder? Ja, eigentlich habe ich noch. Ich habe noch Zeit. Ich kann mich noch nicht festlegen. Das ist noch ein bisschen schwer für mich abzuschätzen. Fahren wir erstmal. Fahren wir erstmal, bis die Zeit rum ist und dann kann ich euch das genau sagen. So, also dieses Geflackere von dem Bling-Bling da oben, das kann er auf Dauer ganz schön kirre machen. Epilepsie und so, ne? Glaube ich auch, ne? Gefährlich. Was mache ich denn eigentlich hier in Prag? Muss ich denn unbedingt nach Prag? Muss ich da durch, oder was? Oh, ist rot. Komm, werd grün. Ah. Los! Komm, Bursche! Mach! Kann einer die Ampel drücken? Nein, braucht man nicht. Ich dachte schon, man muss vielleicht drücken oder so. So, den Penner da links, den versägen wir gerade mal mit unserem super Sport-LKW. Ach nee, er biegt links ab. Na gut. Dann war das jetzt doch keine tolle Leistung. So, hier könnte ich meinen LKW reparieren lassen. Mache ich das? Das mache ich jetzt mal schnell. Weil er hat doch einiges abgekriegt. Und wenn wir hier schon vorbeifahren, am Renault-Händler auch noch. Dann lass den mal schnell reparieren. Oh Gott. Oh je. Ach du Scheiße, ich habe was nicht bedacht. Ja, ich mach's mir aber auch echt schwer, ne? Komm, 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 Baby. Okay, ich hänge. Ich hänge, ich hänge! Müssen wir mal anders machen hier, müssen wir noch ein bisschen ausholen. Kriegen wir den Scheißding da rum jetzt oder nicht? Ach du Scheiße. Also ich sehe es kommen, ey. Das kann schwer werden. Nachhat. Ich komme da nicht rum, ne? Wir müssen es in die andere Richtung versuchen nochmal. Oder rückwärts. Er will weder links noch rechts. Nicht, weder links noch rechts.
Müssen wir also nochmal ein Stück rausfahren, das Ganze nochmal hier ein bisschen ausholen. Ja, ich wollte ja den Schwertransport fahren, ne? Ich wollte ja unbedingt. So, jetzt hat das geklappt, sehr gut. Oder habe ich meinen Auflieger verloren? Ne, ist noch da. Jetzt kommt er hier nicht diesen Bordstein hoch, oder was? Doch. Also, das ist nicht so einfach, liebe Freunde, da draußen vor die Fernseher. Bam. Wartung. Ein bisschen Scheiße habe ich gebaut, ne? Naja, geht noch. Knapp 2000 Euro. Und weiter geht die Fahrt. Weiter geht die Reise Richtung Polen. So, sehr schön. Da vorne wieder rechts raus. Das machen wir jetzt wieder ein bisschen mit mehr ausholen. Und ist das ein Zebrastreifen? Jetzt wird's lustig. Da müssen wir hin, glaube ich, ne? Wroclaw. Oder wie auch immer. Wie auch immer das heißt. Okidoki. Fahren wir weiter. Knapp 3 Stunden noch in Spielzeit. Sieht er ja unten auf dem Navi. Und wir verlassen Prag. Und es ist Nacht. Ich hätte auch lieber, wäre auch lieber am Tag gefahren. Aber das ging nicht anders. Ich musste zwischendurch pennen und dann, ja, wurde es Nacht. So, und jetzt sind wir wieder auf der Autobahn, wenn ich das richtig gesehen habe. Jetzt habe ich mal gegähnt. So richtig. Das war diesmal nicht meine Clara, die hier am Steuer sitzt. Clara Lecknerv. Kennt ihr ja mittlerweile, ne? Meine Busfahrerin, die ja auch ab und zu mal LKW fährt. So, da haben wir einen Kollegen vor uns, den werden wir aus dem Windschatten heraus, werden wir den geschickt überholen. Wie in der Formel 1 machen wir das. Hui. Jawohl. So fein. Jawohl, jawohl. Ja, läuft doch, läuft doch. Hab doch alles im Griff hier. Da haben wir wieder eine Tanke, die brauche ich aber jetzt nicht. Geschlafen haben wir und tanken brauchen wir auch noch nicht. Das ist noch viel Zeit. Da ist noch genug Sprit drin. Ja, und ich muss euch jetzt dann doch leider auf die nächste Folge vertrösten. Episode 4 dieses Schwertransports. Da werde ich dann auch den Link verraten, wo ihr diesen Monster Truck, ich zeige ihn euch nochmal, wo ihr den runterladen könnt. Oh, 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 oh. Das wäre beinahe schief gegangen. Huiuiui. Genau, wo ihr den runterladen könnt und dann könnt ihr das selber mal spielen. Es ist aber, glaube ich, so, dass man ein neues Profil starten muss. Ich weiß nicht genau. Also ich muss jedenfalls eins starten, ein neues Profil, damit ich den ans Laufen gekriegt habe. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht beantworten. Müsst ihr im Zweifel mal ausprobieren. Ob es mit eurem Spielstand geht oder ob ihr einen extra neuen braucht. Ja, und wir sind jetzt am Ende dieser Episode. Deswegen, wenn es euch gefallen hat, wäre es toll, wenn ihr mir ein Like da lasst. Und in der nächsten Folge erfahrt ihr erstmal, wie ich das mit dem Einparken hinkriege. Und ihr erfahrt dann, wo ihr diesen Truck, diesen Monster Duff runterladen könnt. Ja, also, bis dann. Ich sag danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.